Wir befinden uns hier in Südthüringen auf einem Stoppelacker. Im Hintergrund sehen Sie unsere Fendt Rogator 355, die kleinere Schwester der Selbstfahrerbaureihe Rogator 600. Die Maschine hängt an einem Fendt One 720, neuer Fahrerarbeitsplatz. Auch hier Plug and Play, optimale Kompatibilität. Heißt, wir arbeiten hier zu 100% mit Fendt-Software. Gerade Zugmaschine Fendt in Kombination mit Fendt-Spritze natürlich optimal. Wir verwenden hier über 60% Gleichteile, wie auch beim Selbstfahrer. Die ganzen Hauptkomponenten haben wir vom Selbstfahrer in die gezogene Spritze runtergebrochen, sodass wir hier gleiche Komponenten haben und entsprechend aus der Erfahrung aus dem Selbstfahrerbau zurückgreifen können. Wir haben hier einen 5500 bzw. 6000 Liter Tank verbaut. Es gibt drei Modelle. Wir haben 900 Liter Frischwasser mit an Bord, also hier genügend Kapazität, um die Spritze im Nachgang ordentlich sauber zu bekommen. Fahrwerk gleich wie beim Selbstfahrer, Einzelträgerfahrwerk, dadurch viel Platz für unsere Anbauteile. Wir haben hier einen Lenkeinschlag von 30 Grad, also hier extreme Wendigkeit, gerade am Vorgewende, wenig Pflanzenbeschädigung, was beim Pflanzenschutz ganz, ganz wichtig ist. Wir haben eine hydraulische Einzelradfederung an der Maschine verbaut. Auch hier wird er vom Selbstfahrer runtergebrochen. Heißt, wir können durch die Hydraulikzylinder die Maschine optimal am Hang anpassen, sodass der Fahrer eigentlich immer sicher und präzise unterwegs ist. Wir haben hier ein 32 Meter dreifach geklapptes Aluminiumgestänge. Die Vorteile für Aluminium kennen wir. Das ist die Leichtigkeit, die schnelle Beweglichkeit von A nach B und die Agilität einfach im Bestand, um mein Gestänge immer präzise dem Bestand anzupassen. Thank you.